kleines Impulsreferat zum Thema ins Unbekannte aufbrechen. Das Interessante daran ist, ich habe das vor einem Jahr schon mal gehalten. Im letzten halben Jahr haben wir alle dazugelernt, wie unbekannt manchmal die Zukunft sein kann, indem man so hineingestoßen wird. Ich habe für uns ein Vorbild mitgebracht, jemand, der auch in eine völlig andere fremde Welt hineingestoßen wurde, sich da erstmal sortieren musste, dann aber in einer Weise vorbildlich gewirkt hat, dass sein Leben, sein Werk bewahrt wurde und Teil der Heiligen Schrift wurde. Mein Guide, mein Führer ins Unbekannte für diese Bibelarbeit wird sein Nehemia. Nehemia, ein biblisches Buch ist nach ihm benannt und es ist ein besonderes Buch. Denn Nehemia war kein Prophet. Gar nicht. Das ist nicht seine Berufung gewesen. Nehemia war kein Priester. Esra war Priester. Nehemia nicht. Der hatte keine besondere Weihe. Nehemia war kein Schriftgelehrter. Er war auch kein König. König wäre ja auch noch gegangen und so. Er war, ja, was war er? Er hatte einen ganz weltlichen Beruf, hat ganz säkular Karriere gemacht. Und ich finde schön, dass so einem Mann auch ein Buch gewidmet ist in der Bibel, weil das dazugehört, weil das im Grunde eine ganz wesentliche Rolle spielt. Jemand, der ganz normal im wirtschaftlich-politisch-verwaltungsmäßigen Bereich sein Leben führt, am bestimmten Punkt seines Lebens aber auch die Entscheidung trifft, ich möchte Gott zur Verfügung stehen. Mit dem, was ich kann, mit dem, was ich gelernt habe, mit meinen Erfahrungen. Ich möchte Gott mit meinen Gaben dienen. Und siehe da, Gott hatte auch einen Ort für ihn, wo das wirklich was werden konnte. Bevor wir uns das näher anschauen, wo beginnt das Buch Nehemia? Es beginnt im Palast von Susa. Das ist eine der Residenzen des persischen Königs Artaxerxes, damals quasi der Mittelpunkt des damaligen Universums. Aus der Bibel weiß man ja manchmal, Israel hat so eigene Geschichten mit Ägypten, dann ist man da glücklich raus, dann ist man in Israel und das geht ziemlich lange gut. Jahrhundertelang, über 400 Jahre davidische Dynastie, ist die älteste und längste Dynastie der Antike. Kein römisches Herrscherhaus hat so lange existiert wie die Davididen. Dann aber das babylonische Exil und damit ein Einschnitt, von dem Israel sich nie wieder so richtig erholt. Babylonisches Exil war eine furchtbare Zeit, hätte Israel fast ganz und gar ausgelöscht, weil die Babylonier nicht unbedingt Lust hatten auf andere Völker mit Geschichte und Kultur, dass die sich da noch groß und mächtig machten. Babylonier hatten eher so die Idee, das quetschen wir so lange an die Wand, bis es einfach für uns Füllmasse in unserem Weltreich ist. Interesse daran besteht nicht. So, und die Perser übernahmen das babylonische Weltreich. Und die Perser hatten eine andere Politik von Anfang an. Die sagten, lass doch jedem seinen Gott haben und gib doch jedem sein kleines Scholle Land und lass doch jeden da so ein bisschen sich selbst verwalten. Alles, was uns viel zu mopsig ist, das machen die alle selbst. Hauptsache, sie wissen, wo Weltpolitik betrieben wird, bei uns. Und wenn wir ein bisschen nett zu denen sind, vielleicht funktionieren die ja dann auch noch besser. Das hat bei Israel super funktioniert. Die Israeliten haben die Perser sehr geliebt. Es waren die allerliebsten, von denen sie je unterjocht waren. Die haben auch ziemlich gute Presse im Alten Testament, sind auch halbwegs ehrenhaft in Ansehen geblieben. König Kyros wurde gleich zum Messias ernannt. So dankbar war man, dass der einen gerettet hat. Und es war natürlich eine andere Welt. Das Perserreich war damals, und man muss sagen, bis heute das größte Weltreich aller Zeiten, wenn man Maß nimmt am Anteil der Weltbevölkerung, der dazugehört hat. Es gab viele Weltreiche, Alexander der Große hatte eins, die Römer, auch England und China und Indien haben auch viel, aber so viel Weltbevölkerung, wie die Perser umfassten, das blieb einzigartig, es blieb das größte Reich. Jerusalem war ein Fleckchen am Ende der Welt inzwischen. Nicht? In den Heiligen Schriften Israels ist Jerusalem gefühlt Mittelpunkt der ganzen Welt, da wohnt Gott und alles dreht sich um Jerusalem. Wenn du in Susa bist, da weißt du nicht, wie viele Tage und Wochen du dahin brauchst. Es ist wahnsinnig weit weg und wenn du da bist, ist es einfach furchtbar klein. Es war für Israel, man hatte irgendwie einen anderen Bestand als unter den Babyloniern, aber unter den Persern war es doch auch eine völlig andere Welt.
Ein bisschen weiß man so, im Konfirmandenunterricht lernt man es. Meine Tochter ist gerade konfirmiert. Ich sehe, die lernt immer noch so das Allerwichtigste. Man lernt so die biblischen Bücher auswendig. Und man hat so ungefähr auch ein Gefühl, wie das alles so läuft. Man weiß, Königbücher, oh Gott, es endet traurig. Chronikbücher endet genauso traurig, selbe Geschichte. Und dann, ja dann aber, Gott sei Dank, 70 Jahre machen wir mal schnell. Und dann Rückkehr aus dem Exil, check. Bau und Wiedereinweihung des Tempels, check. Bau der Stadt. Check. Torah-Lesung, Laubhüttenfest, check. Wird ja alles gut. Liest sich so schnell, weil die Bücher Esra und Nehemia auch relativ kurz sind. Die Datenangaben, die Königsangaben in der Bibel sind so spannend und wichtig. Man sollte immer kurz mal nachschauen, was es alles bedeutet, denn sonst nimmt man nicht wahr, dass zwischen der Wiedereinweihung des Tempels, Haggai, Zacharja, und Torah-Lesung, Laubhüttenfest, Nehemia, Esra, 70 Jahre liegen. Also 70 Jahre, das ist sehr viel. So alt wurde man extrem selten in dieser Zeit. Konnte passieren, aber war überhaupt nicht die Regel. Sagt ja auch was über dieses Volk. Man baut da einen Tempel, so richtig dolle wird er nicht. Herodes findet den so peinlich, dass er das nochmal neu macht und so. Und dann ist man erschöpft. Und ist erstmal da und ist in seinem kleinen Israel gelandet von persischen Gnaden und ist kein Großvolk mehr, ist kein selbstständiges Volk mehr, ist eine persische Provinz und ist ein Volk der Gebrochenen. Ein Volk, das ja keinen Stolz mehr hat. Ein Volk, das nichts mehr Besonderes ist im Vergleich mit seinen Nachbarvölkern. Man weiß noch so, wir waren hier mal der dickste Fisch in unserem kleinen Teich. Im großen Weltteich, wo man jetzt drin ist, ist man auch kleiner Fisch wie die ganzen Edomiter, Moabiter und was es da sonst noch gibt. Und die lassen es auch einem spüren, weil sie alle wissen, ja, wir sind alle jetzt hier persische Provinzen. Aber keiner ist so tief gefallen wie Juda. Die hielten sich für was Besseres und sind jetzt halt auch nichts Dolles mehr. So, das ist die Welt, in der es losgeht mit dem Buch Nehemia. Ich lese uns mal die ersten Verse. Da heißt es, das ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren und wie es Jerusalem ging. Und sie sprachen zu mir, die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. So geht das Buch los und es ist ja eine unbekannte Welt, eine völlig neue Welt, eine Welt, von der nichts geschrieben steht in den Heiligen Schriften Israels. In dieses Unbekannte hinein sind sie miteinander verstoßen. Und ich möchte bei Nehemia jetzt drei Punkte zusammenlesen, die ihm geholfen haben, dies Unbekannte anzunehmen und darin aufzubrechen. Diese drei Punkte werden sein: offene Augen, offene Hände und ein offenes Herz. Zunächst mal offene Augen. Das Interessante ist, es ist jetzt keine Neuigkeit. Nicht? Es ist ja nicht so, dass er fragt, und wie ist so Jerusalem? Und die Leute teilen mit, weißt du es nicht, alles ganz furchtbar da und so. Seit Jahrzehnten ist es so. Seit Jahrzehnten ist es nicht neu. Überhaupt keine Nachrichten da, das steht da in keiner Zeitung. Das Besondere ist ja fast eher, dass er fragt. Vieles ist ja oft schon sehr lang. So, oft traut man sich nicht zu fragen, weil man es ahnt. Nehemia hat sicher nicht damit gerechnet, dass sie sagten, ja, Weltherrschaft, alles super bei uns und so. Da hätte er gewusst, die machen sich was vor. Dass er fragt, zeigt schon, er traut sich, es wissen zu wollen. Das muss man sich manchmal trauen, es wissen zu wollen, wie es wirklich aussieht, wie es steht. Und das tut er hier. Nehemia hat nämlich, er hat es gut erwischt. Wir erfahren über ihn, er ist Mundschenk am Hofe des Königs. Jetzt möchte einer von uns so denken, ja, Mundschenk, so Sommelier ist auch was Schönes. Ne? Du gießt so Wein ein, darf man nippen und so. Nee. Mundschenk ist ein sehr hohes Amt. Es ist ein Vertrauensamt. Der Mundschenk ist sehr nah am König.
Beispiel im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, Mittelalter und so. Der Mundschenk des deutschen Kaisers war immer standesgemäß der König von Böhmen und saß in Prag. Also Mundschenk ist nicht irgendwie so ein Zwerchnase oder so aus der letzten Reihe, sondern Mundschenk heißt so, weil er ganz nah am König ist. Nehemia hat eine große Karriere gemacht. Er hat es geschafft. Er gehört zum engsten Hofkreis. Es ist ein Vertrauensamt. Und er könnte sich jetzt jeden Abend auf sein Bett sitzen, sich auf die Schulter klopfen und lachen und sagen, wie super, dass ich es hingekriegt habe. Weil viele so meiner Mitjuden, oh, nichts aus denen geworden und die kriegen es zu Hause auch alle nicht im Griff. Versager halt. Ja, ich habe es geschafft. Ich sitze hier in Susa im Palast und da freue ich mir doch einen Weg für. Macht er nicht, sondern er traut sich hier zu fragen, wie ist es in Jerusalem, obwohl er ahnen muss, naja, nicht gut. Nehemia hat die Kraft, das aushalten zu wollen. Und das ganze Buch beginnt mit seinen Tränen, beginnt mit seiner Anteilnahme. Beginnt damit, dass er den Schmerz zulassen kann, wie schlecht es um andere steht. Er traut sich, die Augen aufzumachen. Er traut sich, Anteilnahme anzubieten. Und ich möchte es mal so wenden, man kann das immer moralisch sagen, guter Mann. Andere gucken immer weg, schlechte Leute. Ja, irgendwie schon, ne? Und irgendwie ist es aber auch mehr. Anteilnahme muss man sich leisten können. Es gibt Menschen, die so unter Druck sind, dass sie ihre Augen nicht mehr aufkriegen. Es gibt Menschen, die so ums Überleben kämpfen, die so in die Ecke getrieben sind, dass sie auch schräge Gedanken kriegen und dass sie sonderbar werden und dass sie sich um niemand anders kümmern können als um sich selbst. Nehemia kann sich um andere kümmern. Und dass er tut, ist großartig. Und dass er es kann, ist auch Gnade. Und dass er diese Gnade aber auch annimmt als Berufung, als Befähigung Gottes für andere offene Augen zu bekommen. Das ist der erste Schritt und so kommt alles ins Rollen. Offene Augen im Unbekannten ist Nehemia an einem Punkt, wo er nicht mehr an die eigene Karriere allein, an die eigene Sicherheit, an das eigene Wohlergehen denkt, sondern sich traut zu fragen, wie geht's anderen? Und kann ich da vielleicht was machen? Wir folgen seinem Weg weiter. Er kann was machen. Er lässt sich das alles erzählen. Wir hören, Jerusalem liegt in Trümmern, wird verlacht, wird verspottet, hat nicht mal eine Mauer. Das Buch geht so weiter. Nehemia bedenkt sich, geht zum höchsten König und bittet ihn um eine Auszeit, bittet ihn um eine Freilassung vom höfischen Dienst. Er möchte nach Jerusalem gehen. Er möchte freigestellt werden dafür, seinem eigenen Volk zu helfen. Zu helfen, eine Mauer zu bauen und wieder eine eigene, selbstständige Stadt zu werden. Jetzt sind wir so in einer Zeit, wo wir bei Mauern lauter nicht so dolle Assoziationen kriegen. Ne? Menschen, die Mauern bauen, denken wir, wow, muss das sein und so. Jetzt muss man dazu sagen, also eine Stadt ohne Mauer damals ist wie heute eine Firma ohne Homepage. Also geht gar nicht. So, Mauer ist, die Mauer macht dich zur Stadt. Das ist der Sinn des Stadtseins, dass du einen Ort der Sicherheit anbietest, wo Menschen, die, was weiß ich, zu oft überfallen wurden auf freiem Feld oder die kooperieren wollen oder so eine Zuflucht haben. Die Mauer ist kein Luxus. Die Mauer ist auch nicht irgend so ein militaristisches Angebergetue, sondern die Mauer macht die Stadt zur Stadt. So, das ist die Gestalt, die Form, die jede Stadt vorhält. Du bist gar keine Stadt, wenn du nicht Schutz, Sicherheit und Zuflucht anbietest für die, die gemeinsam etwas bewegen wollen. Darum sollten wir hier sämtliche Assoziationen an komische Mauern wegtun. Die Mauer wird gebaut. Wir erfahren das. Wir machen das jetzt kurz. Soll ja ein kurzer Impuls sein. In 52 Tagen. Althistoriker sagen, das kann man hinkriegen. Es ist eine große Leistung. Es ist eine Riesenleistung. Darf man jetzt nicht mit Berliner Flughäfen vergleichen oder Stuttgart 21 wäre unfair. So groß ist die Leistung nicht. Aber es ist für die damalige Zeit, für die technischen Möglichkeiten, es ist eine große Leistung. Das machst du nicht mal einfach so. Das machst du nicht aus lauter Energie und Frömmigkeit und Motivation heraus. Du brauchst hier schon herausragende Fähigkeiten der Arbeitsteilung und der Organisation. Das brauchst du. Und die hat man nicht so. Nehemia hat das.
Und das ist das Besondere dabei, so etwas zu organisieren, es so schnell zu tun. Es muss auch schnell geschehen, weil man Feinde hat. Es so schnell zu tun, dafür brauchst du herausragende Fähigkeiten in Organisation und Management. Dafür brauchst du ein Nehemia. Der Sinn des Buches ist nicht, dass in Jerusalem lauter Dödel und Feiglinge lebten, die einfach nicht den Hintern hochgekriegt haben und dann muss da einer kommen. Nein, es muss einer kommen, auch mit diesen Kapazitäten, diesen Fähigkeiten, diesem Organisations-Know-how, was Nehemia mitbringt. Das ist so keine Kleinigkeit, das mal ebenso hinzustellen. Beim Mauerbau wird ja eine Besonderheit beschrieben, die auch sprichwörtlich wurde in der Christentumsgeschichte. Es heißt, er hat die Leute eingeteilt, die einen haben Wache geschoben, die anderen haben gebaut. Und aber auch selbst die gebaut haben, war es so, die hatten immer quasi ihr Schwert umhängen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ihr Arbeitsmaterial. Ein bisschen sprichwörtlich sagte man, die Mauer wurde erbaut mit Kelle und Schwert. Jeder hatte seine Kelle in der Hand und hat gearbeitet, war gleichzeitig aber auch in der Lage, das zu verteidigen. So, was nötig war für die Stadt, falls Gegner oder Feinde kommen. Was ist der Sinn dieser Betonung? Kelle und Schwert, diese Gleichzeitigkeit von Verteidigung nach außen und Bau der Mauer. Wenn man sich das anschaut, das Buch Nehemia, die Bücher Esra und Nehemia, diese ganze Zeit, die lieben es paarweise. So ein bisschen auffällig, es sind zwei Bücher, Esra und Nehemia. Es ist der Priester und der Schriftgelehrte. Es ist davor schon Haggai und Sacharja. Zweimal in diesen Büchern wird eine Liste der Rückkehrer berichtet. Zweimal wird ein großes Bußgebet berichtet, jeweils im 9. Kapitel. Es gibt so ein paar Auffälligkeiten dabei. Kelle und Schwert, es ist so eine Vorliebe für paarweises Auftreten von Dingen, die zusammengehören. Und ich möchte es jetzt mal so deuten, es geht um äußere und innere Sammlung. Es geht um äußeren und inneren Neubau. Und das ganze Buch handelt ja auch von zwei Dingen. Es handelt vom Mauerbau und es handelt von der großen Tora-Lesung, dem Laubhüttenfest der Feier. Auch hier wieder, das sind die beiden Höhepunkte des Buches. So, darum geht es. Es geht um das Äußere und das Innere, den äußeren Neuaufbau und den inneren. Und ich würde behaupten, die Botschaft des Buches Nehemia ist, das gehört zusammen. Es wird oft getrennt. Es gibt vieles in der Welt, wo Menschen sagen, ja, Hauptsache die Strukturen sind da. Hauptsache die Formen sind da, Hauptsache die Gestalt, das Gebäude steht, Infrastruktur, Technik, das ist, dann wird da schon irgendwie was passieren. Andere sagen, du lieber Himmel, es gibt so viel Veräußerlichtes, Hauptsache der Inhalt stimmt, Hauptsache die Botschaft, Hauptsache das Herz, Leidenschaft, Gefühl, das muss stehen, die Form finden wir. Und diese beiden Wege, naja, sind problematisch, weil sie oft das eine vernachlässigen, weil sie immer nur ihre eigene Agenda sehen, das Innere oder das Äußere darüber vernachlässigen. Das Buch Nehemia handelt davon, dass du immer beides brauchst. Du brauchst ein Gehalt und du brauchst eine Gestalt. Du brauchst einen Inhalt, der braucht aber auch eine Ordnung. Du brauchst das Lebendige, du brauchst aber auch eine Struktur dafür. Du brauchst die Vision, die Leidenschaft, du brauchst aber auch Ämter, die das Ganze irgendwie strukturieren. Esra und Nehemia gehören zusammen. Der Priester und der große Organisator. Geistliches Leben und funktionierende Strukturen. Ich denke, Nehemia ist ein großes Vorbild für alle, die wissen, dass das zusammengehört und die ihr Ding auch machen. Ganz treu, ganz gewissenhaft, ganz kompetent und die verstehen, dass das Weltliche genauso geistlich ist wie das rein Geistliche, weil das rein Geistliche sich nie halten würde ohne eine Struktur, ohne eine Ordnung, die es trägt. Und Nehemia hat dafür offene Hände. Er hat die offenen Augen für die Menschen, die seine Hilfe brauchten. Und dann hat er die offenen Hände, die Strukturen zu schaffen, die Ordnung vorzuhalten, die Organisation zu leisten, die es ganz schlicht braucht, dass das Leben sich entfalten kann. Und das ist nicht sekundär oder nachträglich oder weniger wichtig, sondern ohne das funktioniert es nicht. Ohne Nehemia kein Esra.
Ich möchte zu einem dritten und letzten Punkt kommen, was es schließlich auch braucht. Das habe ich genannt, das offene Herz. Das ist bei Nehemia am Ende schon auch etwas Wichtiges. Wir lernen ihn erst als Macher kennen. Im Laufe des Buches erleben wir ihn auch als Beter. Wir sehen in der zweiten Buchhälfte, er schreibt hier offensichtlich wesentliche Passagen. Kapitel 13 heißt es zweimal, er betet, mein Gott, gedenke an mich, lösche nicht aus, was ich in Treue am Hause meines Gottes getan habe. Vers 22, mein Gott, gedenke an mich, sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Er ist nicht nur Macher, so wird er uns beschrieben in erster Linie, er ist auch Beter. Und er weiß, dass es diese Verbundenheit braucht, dieses Erfülltwerden, dieses im Herzen Erfülltwerden mit Kraft, das zu tun, was getan werden muss. Der Höhepunkt des ganzen Buches ist natürlich die große Feier, der heilige Tag, wo der Tempel steht, die Mauer steht, das Volk zusammenkommt und in Frieden feiern kann. Kapitel 9 wird uns das beschrieben. Da heißt es ab Vers 9, Nehemia, der Tirschater, persischer Hoheitstitel, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, die Leviten, die das Volk unterwiesen haben, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist der Höhepunkt des ganzen Buches. Darauf läuft es hinaus, auf dieses Tränenfest, auf dieses Freudefest, auf dieses gemeinsame Feiern, diese Gemeinschaft, die sie hier haben. Ich möchte nochmal vier Punkte nennen, wo sich die Offenheit zeigt. Es ist erstens eine Offenheit für das Genießen. Man kann schaffen und schaffen und schaffen und viel bewegen und das ist ja auch gut. Und dass man die Kraft dafür behält, hängt schon auch daran, dass man empfangen kann. Dass man aufnimmt, dass man das Schöne, das Gute, das Leckere, das Köstliche, den süßen Wein, die teuren Speisen, die fetten Speisen sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Und es wird ausdrücklich gesagt, ihr sollt es genießen. Das Zweite, was hier gesagt wird, teilt. Öffnet eure Herzen für das Schöne in diesem Leben, aber öffnet auch eure Herzen füreinander. Tretet ein in die große Gemeinschaft des Gebens und Nebens. Geteilte Freude halbiert nicht den Genuss, sondern verdoppelt ihn. Das ist ein Grundgesetz. Darum genießt, aber teilt auch. Das Dritte, der große Blickwechsel, dieser Tag ist heilig dem Herrn. Das zieht sich hier durch. Er ist heilig dem Herrn, heißt es ist Gottes Tag. Es ist Gottes Fest, es ist Gottes Freude, es ist Gottes Gegenwart, es ist Gottes Wort, es ist Gottes Fest, was wir hier feiern. Und wir nehmen teil, wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums. Susa ist es auch nicht, sondern Gott ist es und wir feiern ihn hier und heute. Und diese Konzentration auf Gott, diese Ausrichtung darauf hin, dass Gott das Zentrum ist, macht frei und offen zu genießen, zu teilen und Dinge anzupacken. Und zuletzt Offenheit für solche Feiern. Denn was machen Feiern? Feiern sind immer eine Formatierung unseres Gedächtnisses. Menschen, die etwas feiern, gebrauchen ihr Gedächtnis. Sie verstehen, dass sie an einem Punkt der Geschichte stehen, der da nicht zufällig steht, sondern sie stehen in der Geschichte Gottes, in der Geschichte der großen Taten Gottes. Feiern sind immer Erinnerungen. Jeder Geburtstag, jedes Jubiläum, jede große Feier ist ein Moment der Erinnerung des Innewerdens, des Gute, was Gott getan hat. Das trägt mich. Und ich darf eintreten in diesen Kreislauf des Guten. Ich darf mich mittragen lassen. Feiern ist kultiviertes Erinnern. Und kultiviertes Erinnern an das Gute, das ist das, was wir Dankbarkeit nennen. Dankbarkeit ist die verinnerlichte, auf Dauer gestellte, stetig gewordene Offenheit für das Gute, für das, was zu genießen lohnt, für das, wozu es sich zu leben lohnt. Nehemia lebt aus einem solchen Erinnern. Er lebt in solcher Freude und er lebt sie in der Gemeinschaft mit seinem Volk und in der Gemeinschaft mit Gott. So
So lernt er im Unbekannten Schritte zu gehen. So lernt er im Unbekannten Dinge zu riskieren, wo er nicht weiß, ob es gelingen wird. Aber er hat den Mut, Entscheidungen zu treffen, weil er sich in einer größeren Geschichte getragen und aufgenommen weiß. Und da hat er offene Augen und da hat er offene Hände und setzt sie ein für das, was er glaubt, dass Gott es mit ihm vorhat. Das war mein Impuls. Aufbruch ins Unbekannte.